voller unterschiedlicher Inspiration, wie vor allen Dingen unsere Ernährungsveränderung ein ganz großer Hebel sein kann, in Kaskaden dann auch die Landwirtschaft und die Fläche zu verändern. Also ich habe mich jetzt am meisten darauf gefreut, hier alle kennenzulernen, diese Begeisterung zu erleben und zu wissen, wir tun das Richtige. Also besonders begeistert haben mich die Leute. Die Inspiration durch die verschiedenen Menschen, durch die verschiedenen Geschichten, die jeder mitbringt und jede mitbringt. Also du kommst hier hin und dann hast du sofort 400 Menschen, die eine Energie ausstrahlen und was machen wollen, was mich total in den Bann gezogen hat. Schaffen müssen, auch was in der Gesellschaft passieren muss, ist so groß, das kriegen wir nur hin, wenn wir wirklich Bewegungen bauen und die nicht sich darin begründen, gegen was zu sein, sondern für was zu sein. Es lohnt sich für jeden alleine und sind oft erst kleine Schritte, was zu tun, und die Veränderungen, die sind dann oft groß und die sind übrigens auch über einen langen Zeitraum. Also man kann eine Vision haben, die Frage ist nur, wo steht man und wie kommt man dahin, dass man trotzdem Landwirtschaft im Gleichgewicht mit der Ökologie und der Umwelt betreiben kann. Digitalisierung kann uns total helfen, vielleicht viel kleiner und vielfältiger auf dem Acker zu arbeiten. Die Landwirtschaft von morgen ist für mich eine viel größere Gemeinschaft, als das sie jetzt ist. Ich wünsche mir, dass es Vielfalt gibt, auch auf den Feldern, dass wir gesunde Ökosysteme haben. Insofern bin ich hoffnungsvoll, dass wir insgesamt eine Chance haben. Bin ganz gespannt, was da in 5 Jahren, in 10 Jahren rauskommt. Wahrscheinlich in einem ganz diversen Markt. Der Boden ist überall anders. Wir hoffen, dass all diese verschiedenen Lösungen bei uns irgendwo einen Platz finden, einen Raum finden, eine Heimat finden.